So, und willkommen zurück. Wir waren hier jetzt stehen geblieben. Und wir machen weiter beim nächsten Herzchen. Helft Lavender. Lavende, Lavende, tralala, keine Ahnung, wie sie heißt. Zusammen, Samenhaufen. Samenhaufen. Ja, nee, ist klar. Sandhaufen zu durchsuchen, Vogel, Scheuchen, tralala. Okay. Palidon Lavende. Sammeln wir mal. Und Haufen. Eine Holzplanke. Eine Holzschaufel. Wartet mal. Dumm. Das hat sicher wehgetan. Mhm, kann ich mir gut vorstellen. So. Oh. Dumm. Dumm. Was passiert denn da? Da. Oh. Dumm. Lass mich bloß in Ruhe mit deinem Feuer. Dumm. Dumm. Mächtiger Tralala. Oh, da oben ist ein Dschungel. Also, wenn, liebe Waldis, wenn ihr wollt, da oben, hier, ist ein Dschungelpirscher. So. Das Junge muss auch sterben. Bom, bom. Komm, die Schaufel kann ich. Leid. Okay. Und Arbeiter rein. Auf dich nehme ich auch noch mit. Gut. Nutzt den Moment. Hier. Kann ich doch mal wenden. Bitteschön. Die Schaufel wird für mich gut. Wo gibt's denn noch mehr davon? Ja, das Herz ist ziemlich weitläufig. Und Sandhaufen. Oh. Oh nein! Entschuldigung, dieses Möhrchen. Das wollte ich doch nicht mehr. Tut mir leid. Oh, okay. Diese Rose hat Dornen! Da sind sie! Erschrecken. So. Diese Tiere kann man zurückscheuchen. Aber doch nicht unbedingt dadurch. Könnt ihr mich ja gerne berichtigen. Und weiter geht's. Da oben hin. Was hast Auf du der Insel des trauernden Steins in der Ventribucht wollen die Lautlosen in Isolation ihren Gedanken nachgehen.
Allerdings werden sie außerhalb des Schutzes des Hains unablässig vom Albtraumhof der Schierlingswiege belästigt. Sie können Hilfe brauchen. Ja, Hilfe mache ich da gerne. Darf ich dann aber auch mal hier die anderen Sachen noch entdecken, wie das da? Ich vergesse immer gerne was. Ich unten jetzt alles mit. Ja. Das habe ich auch schon, das habe ich schon. Gut, dann würde ich jetzt quasi hier oben das nehmen. Da, erst da, da, da. Bis da. Okay, erstmal dahin. Ich fliegen kann so schön sein über den Wolken. Ist die Freiheit vor Grenzen los. Oh je. So viele Albträume, ich hab das Riesen. Au. Albträume schon. Okay, Andrea. Melandro-Pirscher. Nee, danke. Jetzt müssen wir hier natürlich erstmal wieder den Todesschleier aufladen, das ist klar. So, junger Pirscher, nein. Das haben wir jetzt heute hier oben hin. Und da oben die Sehenswürdigkeit. Löwengardisten, wer ist denn? Was sind die denn? Wie sehen die denn aus? Nutzt den Moment. Wie kommst du zu den Löwengardisten? Das gibt es auch. Naja, dann gibt es das halt. So, wo ist der Aussichtspunkt? Da. Uah. So, einmal. Hüpf. Nein. Uah. Verdammt. Einfach nochmal von vorne. Juhu. So, dann. Komm ich hier hoch? Ja. Oh, und hier sieht er erst Wintertachen gilt was momentan. Und flung, ein Schneemann und ein Schneeball. Und bumm. Ich war einfach zu doof. Ich bin sogar zu doof für Jumping Puzzle, also von daher. So, und. Ein Fort im Aufbau. So, wo wollte ich jetzt dann hin? So. Da oben wollte ich nicht hin, ich wollte hier hin. Also da. Den Mittelpunkt. Also hinter uns. Wie kann man denn davor Angst haben? Ist halt so. Angst vor Schusswaffen? Ich habe ein Äxtchen und ein Hörnchen, also. So, und. Die. Auch echt schön aus das Spiel momentan. Oder auch generell, das ist einfach herrlich. Tralala, Teil 5. Ich bin schnell wie der Wind. Schnell rein und raus. Aua. Und hopp, 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 wieder raus. Ja, ja. Könnt mich mal. So, wenn im Hintergrund Lärm ist, ist es mein Mitbewohner. Der ist gerade was. Und ich werde schon wieder belagert von so vielen Leuten. Hilfe! So, weg hier. Ich möchte bitte da hoch.
Ja, es ruckelt bei euch wieder leicht. Das merke ich schon. Ja, jetzt geht's wieder besser. So, da ist eine Wegmarke. Die möchte ich natürlich noch haben. So, und die persönliche nehme ich weg. So, wie gesagt, wir, meine WG, wir sind komplett erkältet, alle Mann. Auch ich so ein bisschen. Ja, bei den Temperaturen, es sollen jetzt sogar noch Minusgrade werden. Also von daher noch mehr wunderbare Sachen, die passieren. Aber dafür ist es Winter. So. Besser Minusgrade anstatt irgendwelche Winter mit 15 Grad plus. So, jetzt mal gucken. Ist das überhaupt für mich geeignet? Ich probiere es. Genau, so. Und. So, und. Im Darmstück nicht. Ich brauche Hilfe! Dankeschön. Oh, ein Drachen. Fortschritt ist der Weg zur Perfektion. Jawohl, dankeschön. Ich bin hier irgendwo. Ja, man sieht. Windfähigkeiten bitte erst, wenn ihr größer Wellen ausschlagt. Da sind sie! Mindestens zwei Stufen drüber. Wenn ihr habt. Ja, auch erstmal rein. Vielleicht besser, aber. Ja. Ich mache auch gar nicht so viel Schaden. Ich müsste vielleicht mal ein bisschen Zustand, wenn ich auf Zustand gehe. Auch mal. Oh, ich kann endlich ernten. Die ersten. Ich mach mal ein Stäbchen. Präzision, ich möchte lieber den Zustand haben. Ah, das ist ein anderes von Zustandsform. Bitte, danke. Das hat zwar mehr Ausschlag, ja. So. Lagern bitte. Schwarze Löwentruhe, als hätte ich davon nicht eh schon genug. 14. Hand.
Kraft, das kann ich verkaufen. Verteidigung mächtig. Gut. Hat mehr, ist akzeptiert. Auch mehr, kommt an den. Und das wird alles verkauft, das auch, das auch. So, wenn ich jetzt richtig leveln würde, ich werde im Bitterfrost-Grenz landen, jämmerlich versagen. Weil dafür ist der Ding nicht gut genug. Dann würden wir natürlich richtig gute Level lostreten, aber wir sind einfach nicht Level 80 und dadurch können wir nicht so viel dort ausrichten. Mal schauen, wo ich jetzt hier lang. Genau. Das wollte ich mir noch. Uah, ich sollte nicht gegen eine Wand laufen. Laufe ich zwar gerne, aber das muss nicht sein. Ein Event. Eskortier-Event. Ja, warum nicht? So, den Kreis. Angriff. Erfahrung, weil Event geschafft. Danke. Oh, und da ist noch ein Kreis. Mein Mitbewohner macht Lärm. Was er eigentlich weiß, aber egal. auf YouTube endlich mal. Wolltest du doch auch schon immer. Will er nicht, das macht er ja nicht mit Absicht. Ich hoffe, das hört man nicht so doll. Wiederbeleben, wiederbeleben, wiederbeleben. Gibt Punkte immer. Danke für die Hilfe. Ja, mach ich doch gerne. So, komm mal her, du Krei, du komische etwas. So, hops. Und du lade mein Feuer auf. Na los, komm. Komm durch, ne? Und wiederbeleben. Champion der Sonne, große Bestie unter dem Sonnen. Danke für die Hilfe. Ich will gar nicht wissen, was das für eine Bestie ist. So, und reparieren. Da ist ein Kreis, der möchte getötet werden. Ich
Axt noch ein. Ja, natürlich ein Stab, aber. Du erstmal mit der Axt. Schaff mich das wieder aufheben. Wenn ich mich einfach in den Waffenbeziehungen kriege. Oh, nein! Ich muss die auch noch umbringen. Entschuldigung, grüner Mann. Hohen Frieden. So. Und einmal untertauchen. Wiederbeleben. Um Stufe 10. Da bin ich noch gar nicht so weit gut für. Unterwasserkämpfe sind nicht das Schönste im Guild Wars. Aber muss ja auch sein. So. Kreid. Ja, gegen den Dengo kann ich noch nichts ausrichten, der da oben steht. Das weiß ich schon, weil ich kenne das schon. So. Das könnte ich mir jetzt holen hier, da. Und dann hier rüber. Was? Ich rüste euch aus! Nee, keine Lust. Da oben das Panorama. Oh, ich sehe schon. Wir machen eben noch das Panorama, dann mache ich Schluss. Dann habe ich wieder ein paar Folgen aufgenommen. Und dann. Hier, mal gucken, wie gut ich jetzt da hochkomme, weil ich weiß, ich bin da nicht so der Beste dafür. Platsch. Da ist ein rosa Moor, wer den will. Wie komme ich jetzt da hoch? Ach, Jumping Puzzle. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Das ist hier so hüpfen und alles. Ja, seht ihr mal meine Jumping Puzzle Skills? So, aha, hier. Plops und hops und. Ich sag doch, erst. So. Also nochmal. So. Hüpfen. Nochmal hüpfen, darauf hüpfen. Gut, dass man hier fliegen kann. So. Und hoch. Ja, ich laufe immer irgendwie einmal drumherum. Und jetzt sage ich mal, ich verabschiede mich schon mal. Und viel Spaß mit dem Panorama.